Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher Blood and Wine. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin Ank, wir sind Geralt von Riva. Plötze macht Urlaub in Sirikanien. Nein, der ist ja auch irgendwo im Wald. So. Wir sollen nochmal mit dem Vorarbeiter sprechen nach der Mission, die wir letztes Mal erfüllt haben. Und das werden wir jetzt direkt tun. Ja. Und Meister, was macht die Suche nach den Baumeistern? Sie sind verschwunden? Was soll das heißen? Was es eben heißt. Verschwunden mit reichlich Vorräten, die ich bestellt hatte. Über ein Dutzend Wagen erreichten den Bauplatz, doch 5 sind unterwegs verloren gegangen. Mit ihnen Werkzeug, Nahrung, Baumaterial und vor allem die Spezialisten, die wir brauchen, darunter auch der Oberarchitekt. Ich habe dem Architekten geschrieben, dass der Steinbruch bereit ist und er neue Pläne schicken soll. Aber der Vorarbeiter sagt, der Architekt sei schon hier in Adaiso. Und das heißt, dass er auch verschwunden ist, ich verstehe. Ich sehe mich mal um. Meister, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Doch bitte beeile dich. Ohne diese 5 Wagen können wir unser Werk einfach nicht vollenden. Auf den Spuren des heiligen Majoran. An Orten, die auf der Karte mit der Figur markiert sind, stecken Transporte mit Baumaterial und Fachleuten für Majorans Statue in Schwierigkeiten. Hilf ihnen und sieh zu, wie ein Weltwunder errichtet wird. Krass. Oh, wir haben schon 2 von diesen Missionen erfüllt. Okay. Besuche den Bauplatz. Es ist alles weit weg. Arbeitsstellen sind wie Frauen. Ich muss vielleicht kacken. Ja, dann geh doch einfach da den Steinbruch hoch, such dir ein nettes Gebüschle und dann scheiß da ordentlich hin. Schon wieder verloren. Ja, süchtiger Gewinnspieler. Da singt jemand komische Baumlieder. Hier ist ein... Oh, eine Hand. Und eine Waffenschmiede. Aber das brauchen wir alles nicht. Wir werden jetzt... Ja. Den Bauplatz, denke ich mal, erstmal gedönsen. Gedönsen, wir werden den Bauplatz gedönsen. Wer weiß denn nicht, was Gedönsen ist? Oh, guck mal, Schnellreise blums blums. Komm, lass uns Schnellreise geblumsen bumsen. Oder so. So, große Fußstapfen. Dann... Das ist doch eine schöne Strecke. Dann fangen wir hier im Fuchstal an. Dann gehen wir da zum Fragezeichen weiter. Über die Statue und zum nächsten Punkt. Das ist doch ein hervorragender Plan, den wir jetzt umsetzen können. Warum werde ich gerade so unglaublich wach? Das ist total supidupi. So richtig supidupi. Supidupi. Dupi supi. Bup bup. Bup. Wunderbau! 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 Bau! Schon angekommen. Oh, ein Kind. Oh, da verbrennt jemand Leichen. Oh, ein Plötze, der nicht völlig in der Wildnis verloren gegangen ist. Halt's Maul, Katze, das ist nur ein Pferd. Komm schon. Schnauze, Katze. So, dann reiten wir mal zu dem Ziel hin. Mit den Baumenschen. Mit den Baumenschen. Galopp. Oh Gott, ein Baum. Wir erschrecken uns ganz schrecklich. Ich bin ein Pferd und habe Angst vor Bäumen. Und vor Sonnenblumen. Und vor Häusern. Das ist ein Busch. Wir wollten erstmal dahin. Bevor wir dann die Statue besuchen gehen. Ja, Plötze, dann reit halt den Weg lang. Aber dann reit den Weg auch. Mach keine Umwege hier wieder. Na? Verdammt. So langsam, Graujunge. Rett mich. Bitte, Herr. Hey, wenn wir die Vampire so nicht mehr an, da heilt wir uns immer automatisch. Woo.
Fall ein bisschen abgestochen. Hat, wow, einfach die Beine abgeschnitten. So, das soll es gewesen sein. Glaube ich. Danke, guter Mann. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Genau. Ich breche sofort zur Arbeit an der Statue auf. Man braucht mich dort dringend. Wohlan denn, brechen Sie auf und bauen Sie das Ding fertig. Einen Tag später. Warum sitze ich hier einfach einen Tag rum und betrink mich? Warum tue ich das? Langsam wird die Statue. Wir haben uns jetzt wirklich hier hingesetzt, einfach nur damit es dunkel wird. Alles klar. Das nehmen wir mal alles mit. Gut, der hat ein Pferd verloren. Gurken. Ja, sehr gut. Auch ein paar Waffen haben sie verloren. Diese frechen Banditen. Aber hauptsächlich haben sie Alkohol dabei gehabt. Und irgendwas zu futtern. Gurken. Oh, der macht doch Gurken. So, dann besuchen wir jetzt erstmal den Bauplatz. Bevor wir uns dem letzten Pünktchen widmen, galoppieren wir jetzt zum Bauplatz. Na, Plötze! Ah, Zaun. Komm jetzt. Ah, bleib hier, Plötze. Die 200 Meter, die mache ich zu Fuß. Du bist mir zu anstrengend, Pferd. Versunkene Mauer, kann man rüberlaufen. Und da vorne hätten wir die Statue. Besuche den Bauplatz. Nirgendwo runterfallen. Ich war hier aber schon mal. Keine Schlägereien. Hab ich nicht vor. Wir wollen hier eine Statue bauen. Keine Schlägereien anfangen. Wenn die Menschen die Lehren des beeindruckend. Was sind die Glocken? Die wollen wahrscheinlich nur meinen Glocken. Autsch. So, jetzt ziehen wir uns mal Schwalb rein und schwimmen darüber. Yes, Body Body Time. Body Body Time. Body Body. Blub blub. Boot, 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 Boot. Wir sind ein Boot. Wup, wup, wup. Nee, das ist ein Zug gewesen. Tschuk, tschuk. Das war auch ein Zug. Nee, das ist auch kein Boot. Wie macht denn ein Boot? Das klang gut. Und so macht ein Bootskapitän, der ein Wookie ist. Naja, wer weiß das schon so genau? Daraus wird ja eh keiner schlau. Aus dem, was ich hier aus meinem Mund heraushau. Das ist alles nicht gut, was ich sage. So, dann wollen wir da vorne. 100 Meter noch. 100 Meter. Meters, 100. Da sind Wildschweinis. Rechts, links sie. Die sollen mir bloß hier gestohlen bleiben, die Trampelschweinchen. Mit denen will ich nichts am Hut kriegen. Ja, die sehen nicht mehr so lebendig aus. Kikimoras. Und folge den Kikimoras. Ein Pony, ein totes Pony. Viele rote Fußspuren, Fußspuren, Fußspuren laufen hier ins Tümpelrümpel, in den Tümpelrümpel. Okay. Hm.
Ah, Kikimora-Arbeiter. Was jetzt, du Stück Dreck? Krieger. Aua. Wow. Hör auf, hier mich anzuspucken. Kikimora-Eier. Ich muss sie einäschern. So, was haben wir hier? Ah, die vermissten Arbeiter. Das ist ihnen also zugestoßen. Hm. Als Futter. Platziert zum Bau. Nicht zum Bau. Für den Bauch der Käfers. Ja, platziert für den Bauch der Käfers. Die Guten wurden. Ein Tag später. Oh, die Statue ist fertig. Auf zum Vorarbeiter, meine Belohnung holen. Los, lauf! Der ist bestimmt an der Statue. Ja, mal eine Schwalbe reinschlurfen. Was liegt denn da Großes am Strand? Ernsthaft Plötze. Achso, das sind die Zelte. Das sind die Zelte. Der sagt das doch. So. Schwimmen wir da mal rüber. Wunderbar. Und schauen uns ein bisschen so die Landschaft an. Oh, das ist auch eine schöne alte Brücke, wie das aussieht. Also es sieht wie eine schöne alte Brücke aus. Das war mein Gedankengang, was ich eigentlich sagen wollte, aber es kam wieder irgendwas anderes aus meinem Mund raus, dass ich eigentlich gar nicht Penis. Genau sowas. Genau sowas meine ich. Kommt nur Blödsinn raus. Immer wenn ich die Schnute aufmache, kommt ein nur Bullfug raus. So richtig große. Und kletter hoch. Und kletter hoch 2. Hey, Mr. Vorarbeiter. Mr. Vorarbeiter Fotze. Ich habe geholfen, die Statue zu vollenden, wie du wolltest. Meister, was hätte ich ohne dich getan? Heerscharen vom Majorans Gläubigen werden für dich beten. Yay. Und du wirst mich bezahlen, richtig? Aber natürlich. Hier, deine Belohnung. Der Investor ist ein echter Geschäftsmann. Unser Plan sieht Massenkonvertierungen vor. Mit den Spenden wollen wir die Produktionskosten in 3 bis 4 Jahren wieder reinholen. Es ist alles bis auf die Nachkommastellen durchgerechnet. Hm, dann viel Glück. Leb wohl. Na gut. Fertig ist die Nummer. Ich habe mir gar nicht angezeigt, wie viel Kronen ich gekriegt habe. Naja. Auf jeden Fall haben wir hier was Duftes gemacht. So, schauen wir mal, was wir noch so haben. Ritter zu Diensten. Geh zu Liam und Mathilda. Achso. Ah, das kann ich jetzt machen. Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Boah, ist das weit weg. Haben wir noch was anderes? Das waren die beiden, wo wir die Sache mit den Gütern geklärt haben. Dritte Mittag sind die Maler am Westtor. Ritter. Komm, da haben wir doch bestimmt irgendwas in der Nähe, was wir hier machen können. Jawollo. Hier, keine 340 Meter. Ich sage euch, wenn die Menschen die Lehren des Propheten Major. Da kommen wir ganz, ganz flott mal hin. Mehr oder weniger. Müssen wir erstmal Schlängelinien den Berg hochlaufen. Hui. So. Ja, nein, vielleicht unter Umständen.
So, guck mal, wilde Pferde. Wildpferde. So heißen wilde Pferde. Werdepferde sind Werpferde. Boah, ich bin so weise. Es ist unglaublich. Geh weg, wildes Pferd. So, erfülle die Aufträge. Alle gemeinsam zugleich. Bewegung. Mir bleibt keine Wahl. Ich spiel mal mit, oder? Ich danke dir noch einmal, dass du mich gerettet hast, mein Freund. Ja, sehr gerne. Dann nehmen wir mal hier die Schwerter von den guten Typen mit, weil die wir jetzt überladen sind. Ist das voll die gute Sache. Hier nochmal ein bisschen Zwiebeln und Garn. Ja? Ja, Freunde, Rede. Haben wir doch schon wieder so ein vollgeprobtes Inventar? Wahrscheinlich haben wir zwei Rüstungen dabei, oder? Ja, wir haben die Vampirrüstung noch dabei. Scheiße. Echt viel hier liegen lassen. So, wir müssen jetzt einmal nach Hause am besten und dann... Alter, was war das denn für ein Folterstein? Als nächstes werden wir dahin und dann dahin und dann zu uns nach Hause reisen. Guck doch mal den Folterstein hier an. Da wurden Leute irgendwie genagelt. Steckt so eine Schere unten drin. Oh, mehr Banditen. Blut, Blut! Ah! Umzinge ihn! Der Zauber! Ich bin ja auch ein Hexer. Ups. So, du blöder Drecksack. So, deine Sachen lasse ich jetzt aber liegen. Da ich keinen Platz mehr zum Tragen von irgendwas habe, werden wir jetzt einfach ganz ungeniert weitergehen. In die Richtung. Zu Fuß. Ohne Plätze. Ja. Hansebar, okay. Die Hansebasis machen wir später. Die ist nämlich ein bisschen größer. Dann gehen wir doch erstmal runter ins Fuchstal. Auch das ist gar nicht so weit weg. Können wir auch mal kurz hinjoggen. Na komm bloß her, Mutti-Spinne. Alter! Ach, Beine sind die auch echt schnell. Mutterspinne, ich hau dir ein bisschen auf den Booty rum. Was hältst du davon? Ja, das war Mutterspinne, die hat den Dot drauf. So, jetzt habe ich die einmal getroffen, jetzt meine ich fertig. Puh. Scheiß Spinnenplage. Gucken wir mal, ob die große Mutti irgendwie Hygiene dabei hatte. Ne. Monsterblut, Zitinpanzer, so ein Kram halt.
Nichts von großartiger Bedeutung für uns im Augenblick. So, gibt es hier einen Schmied in der Stadt? Oh, da ist jemand richtig betrunken. Aufnehmen? Oh, der ist ein bisschen tot, nicht betrunken. Angeblich soll es hier eine Hexe geben. Weißt du, was für Teufeleien sie aushängt? Au! Taverne zur roten Rune. Mein Untergang. Schon wieder verloren. Uiuiui. So, haben wir mit dir schon gespielt, Frau? Gepriesen sei unser Herr Majoran. Du kommst in seinem Namen. Du bist seine Inkarnation. Nein, nur ein Hexer auf der Durchreise. Nach dem Willen des Propheten. Er hat dich geleitet und deine Schritte hergelenkt. Wenn du meinst. Wie sollen wir dich nennen, Held? Ich bin Geralt. Geralt von Riva. Geralt, wie herrlich und heilig das klingt. Hungert und dürstet dich nicht? Nö. Aber zeig mal. Lass mich mal sehen, was hier serviert wird. Ich höre Katzen schreien nebendran. Zum Glück wiegt das alles nichts. Oh, also, es ist unglaublich leichtes Bier. Alles Gute. Ich vermisse dich jetzt schon. Das ist gruselig. So, meditieren wir eine Stunde. Irgendwas stimmt mit meinem Katzen. Ich glaube, es sind irgendwelche Insekten im Wohnzimmer und die jagen die schon wieder. Huh. Achso. Pause haben wir gemacht. Da vorne ist das Reisedingsbums. Laufen wir zum Reisedingsbums. Wobei, ich sehe gerade, wir sind leider am Ende der heutigen Episode von The Witcher Blood and Wine. Ich werde nochmal hier zu uns aufs Gut reisen und dort unser Inventar mal ein bisschen leer machen und all solche Sachen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und haut rein. Bye, bye.